Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Wir haben in der letzten Folge den Alchemisten, gefunden kann man nicht sagen. Wir haben aufgeklärt, dass er nicht mehr am Leben ist und müssten jetzt prinzipiell weitermachen zum Deathrock Pass. Aber wir hatten ja in der letzten Folge gesehen, dass hier noch eine Nebenmission offen ist. Und zwar glaube ich das zumindest hier hinten, Vulkanlager, Historiker, zeitlos. Weil hier steht überall, sind keine Missionen verfügbar. Hier im Lager verfügbare Mission, göttliches Eingreifen, wissenschaftliche Methode. Ist aber halt auch gelb, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube fast, wir haben die hier hinten noch nicht gemacht. Wir gehen jetzt einfach nochmal hin. Ja, wir können die Mission natürlich in dem Spiel immer und immer und immer und immer wieder machen. Das ist ja Sinn und Zweck eines Loot-Shooters. Aber ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, ob wir die Mission hier gemacht haben. Aber ich... Wohl doch, hier sind wir doch durchgegangen. Doch, das haben wir gemacht. Nur komisch, dass das Ausrufezeichen noch dasteht, weil sonst ist es ja eigentlich ausgegraut. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir hier durchgegangen sind und eine Mission gemacht haben. Also wir lassen die jetzt. Dann machen wir doch weiter. Entschuldigung. Für den kurzen Ausflug einmal hierher. Ich finde es halt komisch, dass das noch gelb ist, weil sonst sind die eigentlich grau. Aber ich erinnere mich ganz stark daran, dass wir da oben durch diese kleine Felsbrücke, Felswand durch sind und da was gemacht haben. Ich gucke mir nochmal die älteren Folgen an. Genau, weil eigentlich sehen die Ausrufezeichen dann nämlich so aus. Aber bevor ich die jetzt hier nochmal doppelt spiele und euch langweile, vielleicht hat es da irgendwas nicht richtig gespeichert, keine Ahnung. Ich gucke mir die alten Folgen nochmal an, um hundertprozentig sicher zu gehen. Ansonsten machen wir natürlich nochmal zurück und erledigen die noch. Die steht jetzt hier auch immer noch als verfügbare Mission drin und das nervt mich eigentlich. Und hier haben wir auch noch genügend. Wir machen das in den nächsten Folgen definitiv, dass wir die ganzen Nebenmissionen mal noch erledigen. Weil das würde ich dann schon ganz gerne getan haben. Sonst können wir ja nicht sagen, dass wir das Spiel durchgespielt haben. Du machst es nur noch schlimmer. Nein, ich krieg das schon hin. So, wir haben Probleme. Rebellen haben den Steinbruch besetzt. Die einzige Straße nach Osten ist vermint. Da ist kein Durchkommen, außer wir sprechen mit Corrigan, dem Grand Marshal von Trenchtown. Und der ist Fremden gegenüber nicht gerade freundlich gesinnt. Zum Glück habe ich der netten jungen Dame da gesagt, dass wir Richtung Osten fahren und sie hat... Erzähl doch nicht rum, wo wir hinfahren. Klar, das würde ich normalerweise auch nicht, aber sie ist Corrigans rechte Hand. Sie stellt uns ihm vor, wenn wir ihr helfen, ein Paket zu befördern. Und welche Art von Paket? Wenn du Scheiße baust, ist dein erbärmliches Leben vorbei. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Du? Wer bist du? Ich gehe ans Ende der verdammten Welt. Und was sehe ich? Deine Drecksflasche? Ersauf in deiner Bierflasche, Arschloch. Ah. Warum wundert es mich nicht, dich gefesselt zu sehen? Das Mädchen. Ist sie eine Freundin? Ich kenne sie von ganz früher. Hat sie einen Grund, dich so zu hassen? Viele. Viele Gründe. Schön. Ich mal um. Wo sind wir überhaupt? Deathrock Pass, das Revier von Marshal Cullen. Und der einzige Stopp zwischen Rift Town und Trench Town. Von hier kommt das Holz für die Schützengräben an der Front. Hier war mal alles voller Bäume. Jetzt ist das ein Schlammloch. Okay, ich dachte, wir machen schon in den Wald, weil in einer der letzten Folgen in den Missionen hieß es ja, dass wir dorthin sollen.
aber anscheinend doch noch nicht. Ja, wenn das mal kein Interessenskonflikt wird, wir werden die Kleine bestimmt retten und uns deswegen alles mit dem Grand Marshal erbauen. Naja, wir gucken mal. So. Jakob, mein alter Kumpane. Brechen wir in Richtung Trenchtown auf. Aber dann geht's jetzt... Warum gab's jetzt diese Zwischenstation? Na, wir hätten hier noch ein bisschen umquatschen können. Entschuldigung. Anschnallen. Wir brechen auf. Outrider, du sammelst also deine Schäfchen. Müssen wir später definitiv nochmal zurück? Die Kleine, Bailey, die meint, auf der Straße gäb's Banditen. Keine Sorge, Jakob, ich mach den Weg frei. Bleibt hinter mir. Geht klar, Boss. Ich lass dich gern die Zielscheibe spielen. Warum auch nicht? Ja, gucken wir später nochmal rein. Vielleicht hätten wir da noch ein bisschen was quatschen können, aber es ist anscheinend nur ein kleines Lager. Mit Jakob haben wir ja gesprochen. So, was sagt denn das Navi? Das Navi sagt hier oben lang. Eskortiere Marshal Bailey und ihre Gefangenen nach Trenchtown. Na, die Musik klingt doch stark, als würde gleich ein Gefecht kommen. Hallo Banditen, wo seid ihr? Verdammt! Da sind sie. Und es geht wieder auf in den Kampf. Wir halten schon ein bisschen mehr aus als die davor. Wir haben aber auch eine beschissene Deckung gerade. Könnten eigentlich mal unsere Lavageschosse nehmen. Und ja, ich habe mir mittlerweile gemerkt, wie die Dinger heißen. Ah, die fetzen halt echt ordentlich rein. Ich bin sehr froh über diese Fähigkeit. Nein, ich habe nachgeladen. Das war dumm. Autsch. Wo ist der scheiß Scharfschütze? Irgendeiner von den beiden da hinten muss es sein. Entweder er. Ach, jetzt kam diese scheiß Explosion. Nein, jetzt aber. Und hier sind noch... Das ist er. Und da haben wir es. Ne, hier hinten sind noch welche. Ich sehe sie allerdings noch nicht. Jetzt. Ach, wo kam er denn her? Huch. Das Scharfschützengewehr ist schon ziemlich cool. Das behalten wir auf jeden Fall erstmal einen ganzen Moment noch. Huch. Nicht damit gerechnet, dass er sich auf einmal nach vorne rollt. Ist halt schade, wenn das noch ein paar mehr Schuss im Magazin hätte. Wäre das Ding absolut Hammer. Aber vielleicht auch ein bisschen OP für den aktuellen Stand der Dinge. War da nicht noch einer? Na, das hätte aber mal treffen können. Nee, möchte das Spiel so nicht. Ach, und jetzt wackelt er. Ah, wir haben es trotzdem geschafft. Kommen schon wieder die nächsten. Ich guck mal ganz kurz hier ein bisschen rum. Dann brauchen wir das nach dem Kampf nicht alles noch ablaufen, aber es sieht erstmal gut aus. Irgendwo ein Scharfschütze. Autsch. Das war mal ein Instant-Headshot. Sehen leider da hinten jetzt. Jetzt haben wir ihn. Und da haben wir leider nicht so viel Glück. Na komm her. Da unten. Ach, da drüben sind ja auch noch welche. Mist. Seht ihr immer nicht, wenn die nicht mit roten Pfeilen markiert sind. Na, der letzte leider nicht. Wäre zu schön gewesen. Drei Headshots hintereinander. Seilen sich an der Klippe ab, okay. Hier lag vermutlich nichts weiter. Na, was wird denn das? Ah,
Ach, schade, dass das nicht trifft. Aber es wird auch nicht weniger hier, ne? Frag mich, wo meine Kumpels sind, wenn wir die doch eigentlich eskortieren. Bleiben wahrscheinlich mit schönem Sicherheitsabstand. Wir haben einen Boss. Möchte ich nicht unbedingt ohne Deckung bekämpfen. Konzentrierte Schüsse. Dass wir die Fähigkeit zweimal hintereinander machen können, ist echt sehr geil. Ich muss nochmal gucken, welches Ausrüstungsteil das genau war. Das werden wir definitiv nicht tauschen, auch nicht, wenn was Besseres reinkommt. Also zumindest nicht, wenn es nur ein bisschen besser ist. Mist, der zweite hat nicht wirklich getroffen. Aber wir haben hier einen ganz guten Standort und können ihn ein bisschen umrennen. Jetzt gibt es nochmal Lava-Geschosse und dann war es das für dich. Bam. Komm, gib ein bisschen was Gutes. Grüner Loot will doch keiner mehr. Wir haben hier nochmal ein Gewehr, was ein bisschen stärker ist. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Kampf. Nachgeladen ist alles. Würde mich nochmal für das Scharfschützengewehr entscheiden. Da hinten gibt es was zu sammeln und Munition. Bleiben aber stehen. Na, jetzt bewegen sie sich gleich. Jetzt haben wir... Die Schwelle übertreten, an dem sie aktiv werden, oder auch nicht. Treffen wir das? Ja. Ach, klein Stück zu weit oben. Das ist schon geil mit dem Scharfschützengewehr. Oh, kommt ihr denn her? Gebt doch vorher mal Meldung, dass ihr vorbeikommt. Ah, wir machen schon echt ordentlich Schaden mit dem Pyromanten. Den Technomancer, den ich noch spiele, also hier Technomant. Der hat zwar coole Gadgets und wäre definitiv für Solo auch besser geeignet, wenn man halt extrem viel Leben wieder kriegt. Also das, den kriegt man halt nicht so schnell klein. Man kann sich halt echt schnell hochhealen und generell halt einfach in Deckung bleiben und seine Gadgets feuern lassen. Aber schadenstechnisch ist das bei dem halt nicht ganz so Weltklasse, finde ich zumindest. Das sind die Fähigkeiten von dem Pyromanten hier. Frei. Doch nochmal eine Nummer besser. Speer. Wenn die ihre Kumpels nicht gewarnt haben, dann bestimmt der Krach, den du gemacht hast. Ein bisschen Dankbarkeit zeigen, aber nein. Was ist das überhaupt für ein Team? Hat er hier Freunde und Kumpels und die bleiben schön sicher im Truck oder wo auch immer und lassen einen hier alleine durchprügeln. Finde ich eigentlich nicht korrekt. Etwas Eisen. Wie viel gab's denn? Es lädt noch. Das Spiel hat sich noch nicht entschieden. Jetzt 74 Stück. So, Munition haben wir gerade aufgefüllt. Der hängt ein bisschen ab. Da kommen die nächsten Gegner. Ah, ich glaube, der hält ein bisschen mehr aus und ich treffe nicht, ich Vollidiot. Wir haben hier ganz beschissene Deckung. Ach, wackelt doch nicht so rum mit dem Ding. Zwei gleich davon. Trifft den doch. Naja, das ist irgendwie echt eine beschissene... Ach geil, ich darf nicht weiter zurück. Jetzt habe ich es mir selber ganz schön verbaut. Es könnte passieren, dass wir sterben. Ich dachte, wir können ja wenigstens ein Stückchen zurückbrechen. Aber dass wir jetzt natürlich die beiden Bosse hier direkt auf Nahkampf ohne Deckung haben, könnte unser Ende sein. Aber wir healen an sich bisher ganz gut. Shit, 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 shit. Wir machen mal diesen hier. Mal, dass wir den schnell ausgeschalten kriegen. Komm schon, mach den tot. Und jetzt den anderen hier hinten noch. Scheiße, hier kommen noch mehr Leute von hinten. Das war vielleicht dumm, ich hab's versucht taktisch zu machen. Ne, hier kommen noch mehr Leute von hinten. Jetzt sind wir komplett eingekesselt. Ja, ich weiß, wir stehen in der Granate drin. Ich wollte erstmal die ausgeschalten haben, dass wir hier ein bisschen Deckung gegenüber den beiden kriegen. Aber es werden immer mehr hinter uns. Scheiße. Plan ist nicht aufgegangen.
Aber zumindest bleiben die da unten stehen. Ne, bleiben sie nicht. Oh shit, oh shit, oh shit. Spring drüber, kann er nicht. Kann er nicht. Aua, aua, nein. Scheiße, wir müssen wieder zurück. Wir müssen hier ein bisschen Runden rennen, anders geht's leider nicht. Aber hier ist ja gar keine Deckung mehr, es haben die ja alles weggeballert, ne? Drüben vielleicht noch. Ich hoffe mal nicht, dass die hier unendlich nachkommen. Ja, wir sind schon wieder zu weit hinten. Aber das ist so ein Boss mit dem... Nein, 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 nein. Ach, scheiße, es ist echt eine scheiß Situation hier. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Au. Mal wieder Scharfschützenattacke hier. Wir müssen uns den Weg hier drüben freiräumen, dass wir hier in Deckung gehen können. Scheiße, der Typ kommt aber hier echt heftigst angerannt. Lass mich doch mal ein bisschen in Ruhe. Ist der neu? Haben wir jetzt drei Bosse mittlerweile oder was ist hier los? Shit. Ging doch nicht so blöd hier rum. Au, 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 au. Hat uns ja fast alles gekostet gerade. Nein, wir sind gefrostet. Scharfschütze auch noch. Ah, shit, wir sind gleich tot. Nein, wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch. Nein, wir sind gleich tot, wir sind gleich tot, wir sind gleich tot. Renn weg, geh in Deckung. Hier ist der nächste, scheiße, hol dir Leben. Ah, ich hab doch in dem Moment... Ach, scheiße. In dem Moment habe ich doch gedrückt. Der hat sogar schon die Fähigkeit angefangen. Ach, wieder gewiped. Das ärgert mich. Gut, wir müssen hier also ein bisschen Lack machen. Vor allem müssen die Bosse weg. Ich hasse Bosse, die immer so auf Nahkampf kommen. Die sind echt ungemütlich. Oh, schaut mal, ich mache fast gar keinen Schaden gegen den Typen. Und so eine kleine Holzdeckung ist halt auch mehr als ideal. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Scharfschützengewehr hier besser dran sind. Aber nicht wirklich. Oh Mann, das kann schwer werden. Ansonsten müssen wir tatsächlich doch nochmal eine Weltstufe runter. Wir gehen jetzt hier erstmal voll Kontakt auf die Bosse. Wir müssen aber eigentlich auch die Kleinen wegmachen. Aber den einen haben wir zumindest fast. Ja, da kommt der nächste angerannt. Ah, aber den machen wir mehr Schaden. Der ist nicht ganz so stark. So, und gegen dich machen wir jetzt das hier. Und zack. Und nochmal Nahkampf. Und dann müsste man doch gleich haben, oder? Komm schon. Ja, erster Tod. So ist auf jeden Fall besser, erstmal die Bosse ausschalten. Jetzt kommen die kleinen Spinner. Ja, wir kriegen zu viel Schaden, zu viel Gegner auf einmal. Gut, wir haben es. Beide Bosse tot. Können wir uns jetzt mal in Ruhe um die anderen kümmern. Das war besser so. Ich falsche Strategie vor uns gefahren. Ich dachte halt, wir schalten erstmal klein aus, aber leider sind da immer mehr hinterhergekommen. Nachgespawnt. Ja. Hm. Au. Die Scharfschützen, das sind echt, das sind die heftigsten im Spiel, das muss man sagen. Einerseits sind die mega schnell, wie die reagieren. Huch. Und andererseits, was die immer für... Hier, schaut mal, ich war eine Sekunde drüben. Wir hatten zwar die Taktik rausgekriegt und hier mal kurz gucken lassen. Dieser hier. Ja. Dann hat man wieder die Möglichkeit. Na komm raus. Lass es nicht so langweilig werden. Dankeschön. Und er hier, er traut sich irgendwie nicht so richtig, ne? Die haben wir. Nächste Welle kommt. Wieder ein Anführer. So,
So, Lavageschosse rein. Und eigentlich erstmal wieder komplett auf den Anführer prügeln. Ja, das ballert. Hat schön Verbrennungseffekt auf sich. Oh Gott, oh Gott. Oh shit. Ne, jetzt wipe ich nicht nochmal. Das kannst du völlig vergessen. Das kannst du völlig knicken. Jetzt müssen wir doch nochmal hier hinter. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben die anderen noch nicht angelockt. Das wäre natürlich sehr von Vorteil. Aber alter Schwede, ballert der Schaden rein. So, wir haben wieder Leben. Das passt. Wir nehmen uns die Lava-Geschosse. Und jetzt volle Attacke drauf. Und dann müssen wir ihn gleich haben. Jawohl. Ach, wir müssen nachladen. Verdammt. Mist. Ja, das lief doch mal ganz gut. Ein Pfeil sehe ich noch. Nehmen Sie erstmal alles auf. Gucken dann nach dem Kampf hier mal rein. Wo bist du denn? Ach, dort. Und damit haben wir es geschafft. Sehr gut. Schade. Der Tod hätte nicht sein müssen. Aber eigentlich habe ich es lieber immer erstmal gerne, wenn alle klein tot sind und man sich auf die Bosse konzentrieren kann. Aber naja. Zweiter Versuch. Wir haben es geschafft. Was erwartet mich mit diesem Corrigan? Er ist Grand Marshal von Trenchtown und dem Steinbruch im Osten. Wenn wir in den Wald wollen, müssen wir an ihm vorbei. Dieser Wald. Meine Einheit war dort, nachdem wir gelandet sind. Nach vielleicht 20 Minuten hat die Hälfte der Truppe schwarzen Schleim gehustet. Ich weiß, aber keine Sorge. Ich habe einen Plan. Okay, na wenn er einen Plan hat, ich meine, wir sind ja eh verändert. Deswegen glaube ich mal fast, dass dieser schwarze Schleim uns selber nichts anhaben kann. Eine Truhe gab's, aber ich glaube, das war's auch. Hier hinten kommen wir leider nicht hoch. Munition müssten wir mal noch auffüllen. Sehe ich gerade aber keine Möglichkeit. Wir gucken nochmal eben ins Inventar rein. Wir haben einen besseren... Welcher Helm war denn das? Lavageschosse. Wenn die Fähigkeit endet, wird 15 Sekunden lang mächtiger Waffenbonus. Hitzewelle fügt Gegnern mehr Schaden zu. Ich finde die Lavageschosse halt geil, ne? Gerade 15 Sekunden lang 50% mehr Waffenbonus. Ist halt echt gar nicht von schlechten Eltern. Deswegen würde ich das erstmal weglassen. Ich heb den mal noch auf, weil er stärker ist. Hier haben wir nichts Neues. Das kann weg. Hier ist nichts Neues. Und das kann auch weg. Was hätten wir denn hier noch? Brandbombe. Verursache einen Ascheeffekt. Müll. Kann weg. Ha, wir haben schon sehr, sehr viel stärkere Waffen als die Lila, ne? Aber da muss ich mich in Ruhe nochmal ein bisschen durchgucken, ob da was Besseres dabei ist. Ich finde eigentlich die beiden Effekte, die drauf sind, aktuell sehr geil und schadenstechnisch können wir uns eigentlich auch nicht beschweren. Wir lassen das erstmal so. Wir öffnen dann hier das Tor. Gucken mal, wo es hier weitergeht. Und ich würde sagen, obwohl hier unten ist ja schon der Truck. Gehen mal fix noch hierher. Nach Trenchtown reisen. Neue Mission, Mentor. Doch nie wiedersehen. Hey, halt dein Maul! Wo finde ich diesen Corrigan? Im großen Bunker. Ich sag ihm, dass du kommst, obwohl du kaum zu übersehen bist. Ja, ein einziger Schützengraben, das Ding hier. Wir müssen als nächstes zu Marshal Corrigan und mal mit ihm sprechen. Das ist ja der Anführer hier. Und mal schauen, ob sein Ruf ihm wirklich gerecht wird, dass er nicht so fremdenfreundlich gestimmt ist. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Danke erstmal fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.